Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap Version 1.4 ohne Gräben. Ja, wir sind am Ballenpressen wie die Bekloppten. Gleichzeitig sind wir auch. Wo bin ich denn jetzt? Achso, hier bin ich. Ist klar. Gleichzeitig sind wir auch noch dabei, Feld 12 zu ernten und Feld 6, glaube ich. Feld 7 müssen wir noch und das Grasfeld, also das ehemalige Grasfeld oben an der Zuckerfabrik, muss auch noch geerntet werden. Da haben wir noch genug zu tun, sage ich euch. Und ja, schau mal, wir sind hier am Ballen machen, wie die Weltmeister, sagte ich ja schon. Feld 12 wird noch der Rest geerntet. Wir müssen auch noch pressen, pressen, pressen. Wir werden nachher Ballen haben, bis zum Gehen nicht mehr. Wirklich, bis zum Erbrechen, glaube ich. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch gar nicht, dass ich... Vielleicht bringen wir auch noch was zur Kompostfabrik oder so. Weil hier unser Ballenlager... schon fast voll, zumindest was Strohballen angeht. Das kriegen wir eh nicht alles unter, da müssen wir uns sowieso noch ein neues kaufen. Da sind, also wenn da dieser eine Slot da voll ist, dann sind da 500 Ballen drin. Ja. Ich habe ja die Kapazität ein bisschen erhöht. Ja, auch hier nochmal der Hinweis aus meinem Tipps und Tricks Video, was ich vor einer Woche veröffentlicht habe. Das funktioniert super. Die Kapazität zu erhöhen, das ist alles überhaupt kein Thema. Die Spawnplätze zu erhöhen, das funktioniert klasse, solange ihr im Singleplay seid. Im Multiplay gibt das Probleme. Ich weiß auch nicht, woran die liegen. Ich hoffe, dass ich das noch rausfinde und vielleicht einen Fix dafür finde. Vielleicht geht das auch gar nicht. Ist das nicht Multiplay-fähig mit der erhöhten Kapazität? Kann ich nicht sagen. Wäre schade. Aber ich bin, ja, ich gucke und wenn ich da eine Lösung für habe, dann sage ich euch Bescheid. Habe ich jetzt, glaube ich, bisher in jedem Video hier jetzt gesagt, was ich hier mache. Also in dieser Session. So, wir gucken mal. Ich hoffe, dass auch die Qualität meiner Videos ein bisschen besser geworden ist. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen nochmal geschraubt. Ich hoffe, dass... ja, auch gerne einen Kommentar dazu, ob das besser geworden ist oder nicht, die Bildqualität. Aber ich glaube schon. Wobei ich sehe jetzt ab und zu mal, dass es ein bisschen hakt. Aber... naja. Wir schauen mal. Oh Mensch, der Xerion ist hier ja dann auch... So lange braucht er auch nicht mehr, um hier das Feld fertig zu machen. Und wir sind schon wieder voll. Wenn wir das Feld 12 auch noch komplett Ballen pressen. Sollten die alle lagern? Okay. Einer der Lexions hat die Aufgabe erledigt. Könnte der Hopfen-Lexion sein. Guck ich gleich mal. Erstmal machen wir den hier wieder leer. So, die letzte Reihe beginnt, könnte man sagen. Das heißt, noch zwei oder drei Ladungen hier mit dem Fahrzeug und dann sind wir voll.
sind wir voll. Hier gleich mal lang. Schön so extrem gerade Bahn. Sieht gut aus. Und hier lang. Und ich wollte gleich gucken, welcher Drescher denn fertig ist. Weil den können wir dann ja auch umsetzen, wenn das der beim Hopfen ist, den können wir dann umsetzen zum Raps. Das ist schon mal ganz praktisch. Raps muss ja auch weg. Raps brauchen wir auch für die neue Holzindustrie. Wir sind schon wieder voll. Ich gucke jetzt aber erstmal, welcher Drescher fertig ist. Ja, wie ich sagte, der Hopfendrescher. Reinlassen. Holen wir eben die restlichen Dinger hier weg. Hier noch mehr Ecken haben, wo noch ein bisschen was steht. Er fährt sich da wieder im Kreis. Und dann fragt man sich, wie Kornkreise entstehen. Das ist natürlich klar, ne? Wenn der so wild durchs Gemüse fährt. Wo habe ich denn jetzt da eine Kollision? Kriegen wir das hier noch alles rein? Mal schauen. Wie lange will der da noch im Kreis fahren? Da musste ich mal eben ein Bild von machen. So, die anderen beiden Ecken noch eben. Vielleicht sollte ich mir einfach angewöhnen, dass ich Felder, wo ich später keinen Strom machen will, dass ich die einfach, was weiß ich, dass ich die einfach mit einem Helfer, also mit einem normalen Helfer abfahren lasse und nicht mit Crossplay, also dreschen lasse. Weil da muss ich ja eigentlich nichts hinterher schicken. Und dann passiert sowas wie hier, glaube ich, nicht. Ja, dann sollte das eigentlich besser aussehen.
fertig. Oh! Jetzt fertig mit dem Kreis fahren. Muss ich nur noch gucken, dass er jetzt hier auch wirklich zum... Oh, er dreht. Ist ja gar nicht. So, ab, bunkern. Sehr schön. Ja, und der auf Feld, hast du nicht gesehen, auf Feld 12 scheint auch fertig zu sein. Oder sagt er, ich mir hier jetzt erst fertig. Mal hier durchfahren. Keine Grassamen. Und einen alternativen Helfer einstellen. Schon? Wollte mich da um nichts mehr kümmern. Das Feld wird besser abgeerntet als... als wenn ich da... selber was... Ja, als wenn ich da einen Cosplay-Helfer einstelle. Was ist eigentlich mit diesen Windenergierädern? Die kann man doch auch kaufen, oder? Also jetzt nicht die, die hier stehen, aber... solche Windenergieräder? Hat das jemand von euch? Jemand von euch selber Windenergieanlagen? Und verdient damit Geld jetzt? Also im Spiel meine ich jetzt, nicht in echt. In echt kann ich mir sowas sowieso nicht leisten. Aber... also bei uns oben an der Küste... da gibt es jede Menge Leute, die... also, nicht jede Menge Leute, aber sehr viele Bauern, sehr viele Landwirte, die auf den Zug aufgesprungen sind und die sich Windräder gekauft haben, sozusagen. Und die damit richtig gutes Geld verdienen. Also, nicht wenig. So, die letzte Ladung. Hopfen. Die Brauerei. Was wir die noch mit Weizen und Gerste voll machen. Und dann gilt das. So, Raps erwarte ich nicht viel, da erwarte ich nicht mal einen Trailer voll. Ja, die müssen auch zum Hof aufräumen. Das machen wir dann nochmal, wenn wir mit der Ernte fertig sind, bevor wir dann anfangen anzupflanzen, anzusehen. Wobei ansehen können wir eigentlich gleich schon wieder. Spricht eigentlich nichts gegen. Ganz hin. Naja. Das soll auf jeden Fall erstmal reichen, um richtig, richtig Schotter zu verdienen. Wenn wir es jetzt noch voll machen mit Gips. Quatsch natürlich.
Ja, da ist doch schon was. Damit kann man doch schon wieder ein paar Felder kaufen. Wir haben ja auch noch 3,8 Millionen auf dem Konto. Das ist ja nicht so, dass wir kein Geld mehr haben. Zum Glück. Zum Glück. Sind auch dreckig, ne? Also die ganzen Landwirte, die hier rumfahren und die Straßen verschmutzen. Nicht schön. Die müssen das so eigentlich auch mal sauber machen. Und wir haben auch noch Backwaren und Kuchen. Sehr schön. So eine Mehlfabrik zum in Gang halten und dann wird alles gut. Wird alles gut. Ich fahre jetzt einfach mal hier quer rüber. Ist ja mein Feld. Kann ja machen, was ich will mit. Und auch das ist mein Feld. So, jetzt muss ich nur mal eben gucken. Feld 7. Feld 7 habe ich keinen Abfahrkurs. Da habe ich Feld 7 hier oben schon in Ordnung. Feld 6 Diesel, wo ist denn der Kurs? Wo fängt denn der an? Ja, da müssen wir einen einfahren. Das ist ja nichts. Ja, ist voll. Wobei, ich brauche auch keinen einfahren. Also ich brauche zwar später sowieso einen wahrscheinlich, aber ich brauche jetzt keinen Kurs einfahren. Weil ich habe ja eh nur eine Ladung. Da kann ich auch warten, bis der... Stelle ich mich jetzt so hin, dass der Drescher nicht fahren kann. Aber abbunkernd, ehrlich. Schön. Also, was ist hiermit? Er ist fertig. Sehr schön. Sehr schön. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugeguckt habt und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, abonniert mich, würde mich freuen. Vielen Dank auch schon mal an alle, die mich hier so unterstützen und ja, in diesem Sinne sage ich da mal Ciao.